Hallo ihr Lieben, im heutigen Video stellen wir euch den Campingplatz Rio Jara bei Tarifa in Spanien vor. Los geht's! Hallo, wir sind Heike, Patrick und der kleine Hund. Mit unserem Van bereisen wir ganz Europa. Ihr wollt schöne Plätze sehen? Wir zeigen sie euch. Kommt mit uns. Viel Spaß! Im September 2022 haben wir den Platz besucht, weil wir an den südlichsten Punkt vom europäischen Festland wollten. Und der liegt bei Tarifa. Außerdem wollten wir mal einen Blick nach Afrika werfen. Hier seht ihr den Rezeptionsbereich, an der auch sehr gut Deutsch gesprochen wurde. Der Platz verfügt über 250 Stellplätze verschiedener Größe und liegt in einem Vogelschutzgebiet. Alles ist sehr hübsch angelegt und gepflegt. Es gibt ein Restaurant, an dem wir uns abends eine Pizza geholt haben. Der Platz verfügt über einen kleinen Supermarkt an der Rezeption, an dem man morgens frisches Baguette kaufen kann. Die Sanitäranlagen sind in einem eigenen Gebäude untergebracht und sehr sauber und ansprechend. Ausreichend viele sind es auch. Durch diesen schönen Zugang kann man über eine Brücke ans Meer laufen. Auch das ist wirklich sehr schön gemacht. Nothing here is guaranteed, but the love surrounding you and me will hold us together. Slow down and listen for a heartbeat. Leider ist es nicht möglich, am Strand entlang nach Tarifa zu laufen, weil der Fluss hier ins Meer mündet und ein Durchlaufen nicht so einfach möglich ist. Deshalb sind wir mit dem Taxi gefahren. Das hat uns 10 Euro gekostet. Hier ist neben Hawaii und Fuerteventura eine der Welthauptstädte für Wind- und Kitesurfer. Und auch wir durften daran ein wenig teilhaben. Außerdem wurde uns noch über einen Kommentar mitgeteilt, dass in Tarifa Wal- und Delfintouren angeboten werden, welche sehr sehenswert seien. Wir haben in der Nebensaison für eine Übernachtung 27 Euro gezahlt. See the beauty that's woven in every single moment. Uns hat der Campingplatz sehr gut gefallen und wir können ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Bye bye. Perfectly weighted on a thin piece of paper.